Guten Tag. Ich möchte heute zur doppelten Asymmetrie von konstativer und performativer Anthropomorphisierung und Technomorphisierung sprechen. Dies ist ein Vortrag, den ich auf einer Tagung gehalten habe, die ich zusammen mit meinem Kollegen Ralf Becker und Christoph Purschke in Luxemburg veranstaltet habe. Und diese Tagung hat das Thema gehabt: Mensch, Metapher, Maschine. Das Selbst im Spiegel der Technik und die Technik im Spiegel des Selbst. Das große Thema dieser Tagung waren die Phänomene der Anthropomorphisierung des Nichtmenschlichen und der Technomorphisierung des Menschen. Was ist damit gemeint? Das ist ein brandaktuelles Thema. Wir sehen das beispielsweise in der Art und Weise, wie wir derzeit über die sogenannten künstlichen Intelligenzen sprechen. Wir schreiben denen lauter menschliche Fähigkeiten zu. Das fängt schon mit der Bezeichnung an, dass sie intelligent sein sollen. Das geht weiter damit, dass wir ihnen zuschreiben, dass sie sprechen, dass sie antworten, dass sie zum Teil lügen oder halluzinieren, dass sie kreativ sind und erfinden und so weiter. Das ist die Übertragung menschlicher Eigenschaften an technische Artefakte. Das nennt man Anthropomorphisierung. Die Technomorphisierung, das ist praktisch der umgekehrte Prozess oder der anscheinend umgekehrte Prozess, dass wir uns selbst am Leitfaden der Technik beschreiben. Das tun wir beispielsweise, wenn wir sagen, dass wir Informationen im Gehirn speichern. Die Informationen und das Speichern sind technische Metaphern und die wenden wir auf uns an. An dem folgenden Vortrag möchte ich nun dafür argumentieren, und zwar an aktuellen Beispielen und aus der methodisch-pragmatischen Perspektive, dass wir es mit einer doppelten Asymmetrie von konstativer und performativer Anthropomorphisierung und Technomorphisierung zu tun haben. Der erste Teil meines Vortrags wird vorbereitenden Charakter haben. Außerdem werde ich im Laufe meiner Argumentation dieses Thema mit der aktuell wieder aufkommenden Menschenbildforschung zu verknüpfen suchen. Das hier im Hintergrund ist Rick Deckard, das ist der Hauptcharakter aus dem Film Blade Runner. Und die Figur markiert aus meiner Sicht einen epistemologisch konstativen und ethisch performativen Wendepunkt, jenseits dessen meine Ausführungen, die ich jetzt tätigen werde, hinfällig werden. Aber dazu später mehr. Wir beginnen zunächst mit ersten begrifflichen Abgrenzungen und typischen Beispielen für Anthropomorphisierung und Technomorphisierung. Ein fruchtbarer begrifflicher Systematisierungsversuch für die Anthropomorphisierung aus philosophischer Perspektive liegt von Ralf Becker vor, hier von 2011, der menschliche Standpunkt, Perspektiven und Formationen des Anthropomorphismus. Wir schauen heute auch auf die Technomorphisierung neben der Anthropomorphisierung. Ich werde über beides gemeinsam als Morphisierung sprechen. Ralf Becker hat eine Trias von symbolischem, schematischem und hermeneutischem Morphismus vorgeschlagen. Und ich möchte hier den Begriff des schematischen Morphismus von Ralf Becker aufgreifen. Das ist der in der Mitte. Und anders als der symbolische Morphismus richtet sich dieser schematische Morphismus auf Phänomene in unserer Welt, nicht etwa auf Gott, der nicht in dieser Welt sich befindet. Und Ralf Becker sagt hier, nicht nur die Symbolisierung von Vernunftideen kommt von Kant her und begreift Gott als eine Vernunftidee. Nicht nur die Symbolisierung von Vernunftideen wie Gott heißt nunmehr anthropomorph, sondern auch die Schematisierung von Verstandesbegriffen. Der Begriff, also Anthropomorphisierung, beschreibt die Applikation der Kategorien, wie beispielsweise von Ursache und Wirkung auf die gegebene Anschauung. Mit anderen Worten, wir übertragen unsere Erkenntniskategorien auf etwas in der Welt, was nicht menschlich ist. Das ist die Idee des schematischen Morphismus.
Ich habe nun versucht, diesen Gedanken handlungstheoretisch zu erden und bin bei folgender Abgrenzung der Anthropomorphisierung gelandet. Das ist kein umfassender Anthropomorphisierungsbegriff, aber es ist einer, der mir erlaubt, heute meine These zu präsentieren. Und er ist prägnant genug, um für diese Zwecke zu dienen. Folgende Abgrenzung der Anthropomorphisierung. Anthropomorphisierung bedeutet, als Mensch etwas Innerweltliches, Nichtmenschliches, konstativ oder performativ als etwas Menschliches zu behandeln. Und Technomorphisierung würde dann analog bedeuten, als Mensch etwas Innerweltliches, Menschliches, konstativ oder performativ als technisches Artefakt zu behandeln. Kann man natürlich nachfragen, was soll das heißen, konstativ oder performativ als etwas Menschliches behandeln, als ein technisches Artefakt behandeln. Nun, ersteres heißt, also menschliches konstativ oder nein, nicht menschliches konstativ oder performativ als menschliches behandeln, bedeutet es als Ganzes so darzustellen, dass es bis hin zu distinktiv menschliche Eigenschaften hat. Das wäre die konstative Behandlung, beziehungsweise sich ihm als Ganzem gegenüber annäherungsweise distinktiv so zu verhalten, wie man sich empirisch typisch gegenüber einem Menschen verhält. Das wäre die performative Anthropomorphisierung. Analog dann für die Technomorphisierung, etwas konstativ oder performativ als technisches Artefakt zu handeln, heißt dann, es als Ganzes so darzustellen, dass es bis hin zu distinktiv artifizielle Eigenschaften hat, konstative Technomorphisierung, beziehungsweise sich ihm als Ganzem gegenüber annäherungsweise distinktiv so zu verhalten, wie man sich empirisch typisch gegenüber einem technischen Artefakt verhält, das wäre dann die performative Technomorphisierung. Die konstative und performative Anthropomorphisierung, kommen wir auf die zunächst wieder zurück, kann wiederum sprachlich und nicht sprachlich erfolgen. Konstative sprachliche Anthropomorphisierungen wären beispielsweise Sätze wie ChatGPT kennt Blade Runner 2049 nicht oder der Autopilot muss eine komplexe Entscheidung treffen. Und eine performative sprachliche Anthropomorphisierung, die liegt beispielsweise vor, wenn wir Amazons Alexa adressieren mit Spiel Phantom Antichrist von Creator. Oder wenn wir den Hund adressieren und sagen, na, wer ist ein guter Junge? Du bist ein guter Junge. Eine lachende, gestikulierende Birne, wie hier unten links, auf diese Weise darzustellen, wäre dagegen eine konstative, nichtsprachliche Anthropomorphisierung. Und das, was das Kind mit dem Teddy dort macht, das ist eine performative, nichtsprachliche Anthropomorphisierung. Wir müssen uns dazu noch vorstellen, dass sie mit dem Teddy spricht, ihn zum Beispiel auch nicht auf den Kopf dreht und so weiter und so fort. Und diese Systematik können wir analog auf die Technomorphisierung anwenden. Sprachlich konstativ wäre, Information wird im Gedächtnis gespeichert. Das wäre eine sprachlich konstative Anthropomorphisierung, auch die Rede von unserer inneren Uhr beispielsweise. Eine sprachliche performative Technomorphisierung wäre, wenn wir Syntax Error sagen, nachdem wir uns selbst versprochen haben, oder indem wir in toxischen Netzkommunikationen lösch dich zu jemandem sagen. Hoffentlich nicht, aber wir kennen diese Äußerungen und das wäre eine sprachlich performative Technomorphisierung, weil da jemand praktisch mit seinem Account identifiziert wird. Dann haben wir natürlich auch noch nicht sprachliche Technomorphisierung konstativ. Dafür ist dieses Bild mit dem elektrisch verschalteten Gehirn ein Beispiel und auf der rechten Seite haben wir ein komplexes Beispiel, das ist Prometheus, der durch poietisches Handeln aus Lehm einen Menschen herstellt, aus Lehm und durch technisches Handeln. Damit wird hier der Mensch technomorphisiert und zwar in diesem Beispiel von Prometheus. Auf eine Reihe von typischen zeitgenössischen Morphismen werde ich nachher immer wieder zurückkommen. Und wir beginnen mit solchen zur
Anthropomorphisierung. Dieses erste Beispiel hier stammt aus einem relativ aktuellen Buch zur sogenannten künstlichen Intelligenz und lautet: Der Autopilot muss eine komplexe Entscheidung treffen. In diesem Buch hier und in 100 anderen tummeln sich solche Sätze. Das zweite Beispiel stammt aus einem biopsychologischen Werk. Das Gehirn analysiert ein Objekt nach allen Regeln der Kunst, bestimmt Größe, Form, Farbe, Muster und Textur, prüft, wie es riecht, welche Laute es von sich gibt, welche Reaktion es in anderen Menschen auslöst und so weiter. Das wird alles wohlgemerkt über das Gehirn gesagt. Man muss sich das vor Augen führen. Das Gehirn prüft, wie etwas riecht, und das Gehirn prüft, welche Laute es von sich gibt. Ein drittes Beispiel stammt aus der Tierforschung, die auch nicht an Anthropomorphisierungen wie der folgenden spart. Krähen zählen ähnlich wie wir. Gehen wir rüber zur Technomorphisierung mit einem typischen Beispiel, das aus der kognitiven Psychologie stammt. Da ist die Rede von der essentiellen Wichtigkeit des Gedächtnisses für unser menschliches Leben, denn, Zitat, without a memory of the past, we cannot operate in the present. Memory is involved in processing vast amounts of information. Und so weiter. Ich habe hier die technomorphisierenden Ausdrücke hervorgehoben. Ein weiteres Beispiel aus dem Buch über die Biologie der Sinne kommt hier. Das Buch wartet nämlich nicht nur mit Anthropomorphisierungen auf, sondern ebenso häufig mit Technomorphisierungen. Die Wahrnehmung von Farben ist nur noch reine Rechenleistung unseres Gehirns. Es vergleicht die Antworten der drei Zapfentypen miteinander und errechnet so, welche Farbe das Licht hatte. Hier klammern die beiden hervorgehobenen Technomorphisierungen eine Anthropomorphisierung ein. Die Anthropomorphisierung in dem vergleicht, das Gehirn vergleicht etwas, und die Technomorphisierung in den Rechenausdrücken. Und zuletzt möchte ich The Computational Theory of Mind erwähnen. Hier ist der Kopf des Eintrags in der Stanford Encyclopedia of Philosophy. Das ist ein Beispiel für Technomorphisierung des Menschen mit sehr hoher systematischer Tragweite oder, wie ich später sagen werde, mit hoher konstativer schematischer Konsequenz. Werfen wir jetzt kurz einen Blick auf die sprachlichen Mittel, mit denen morphisiert wird. Hier im Hintergrund sehen Sie, wie Steven Pinker das macht. Oder wie das im Namen von Steven Pinker gemacht wird. Natürlich sind die schematischen Morphisierungen, die ich gezeigt habe, Metaphern. Dabei werden Prädikate, die anscheinend nur den Gegenständen des einen Bereichs zukommen, dem menschlichen bzw. dem technischen, mit Argumenten verwendet, die anscheinend nur dem jeweils anderen Bereich entstammen, dem technischen bzw. dem menschlichen. Also ein Prädikat menschlich wird auf Nichtmenschliches, ein Prädikat technisch auf Menschen angewendet. Das Prädikat menschlich wird auf ein nichtmenschliches Argument angewendet, wenn, Zitat, der Autopilot eine Entscheidung treffen muss. Müssen und Entscheidung treff sind hier die menschlichen Prädikate und sie werden auf den Autopiloten als Argument angewendet. Und das Prädikat technisch wird auf Menschen angewendet, wenn wir, also die erste Person Plural, als Menschen im Alltag operieren oder wenn wir große Mengen an Information prozessieren. Daneben, also neben den Metaphern und zum Teil zusätzlich, lassen sich pars pro toto Metonymien beobachten. Dabei wird einem Teil eines Ganzen die Leistung des Ganzen zugeschrieben. Das ist das, was Bennett und Hacker, zwei Philosophen der Neurowissenschaften, einen meriologischen Fehlschluss nennen, meriologisch Teil-Ganzes-Beziehungen betreffend. Meriologischer Fehlschluss, tatsächlich ist das noch kein Fehlschluss, das bereitet aber oft einen vor. Also etwas, das selbst nicht menschlich ist, aber einen Teil oder Anteil von einem Menschen bildet,
wird anthropomorphisiert, beziehungsweise etwas, das selbst nicht menschlich ist, aber einen Teil oder Anteil von einem Menschen bildet, wird technomorphisiert. Das liegt bei der Anthropomorphisierung vor, wenn das Gehirn als Teil eines lebendigen Menschen etwas analysiert, bestimmt, prüft und so weiter, wie in diesem jetzt schon bekannten Zitat. Also, das Subjekt von Analysieren, Bestimmen und Prüfen ist das Gehirn und das Gehirn ist wiederum ein Teil eines ganzen Menschen, eines ganzen lebendigen Menschen, müsste man sogar sagen. Auf der Seite der Technomorphisierung finden wir, Zitat, dass unser Gehirn tausende von Farben berechnen kann. Hier wird das Prädikat berechnen auf das Hirn angewendet und das Hirn ist wiederum der Teil eines lebendigen Menschen. Wir können jetzt prüfen, ob die Metapher oder die Metonymie sinnkonstitutiv für die morphisierende Aussage ist. Also ergibt die noch Sinn, wenn man das wegnimmt. Und wenn der Morphismus bestehen bleibt, wenn wir die Metonymie aufheben, dann ist die Metapher sinnkonstitutiv gewesen. Und wenn der Morphismus ohne die Metonymie verschwindet, dann ist die Metonymie sinnkonstitutiv gewesen. Ich möchte das hier nicht vertiefen, aber man kann das durchspielen mit den verschiedenen Typen von Anthropomorphisierungen, das heißt mit anthropomorphisierenden Metaphern und Metonymien. Ich möchte das hier nicht vertiefen, wie gesagt, aber zwei Befunde halte ich für erwähnenswert. Zum einen hier das Beispiel ganz rechts. Das Gehirn analysiert ein Objekt, eine Anthropomorphisierung mit einer Metonymie. In diesen Fällen kann man beobachten, dass diese Aussage ganz leicht alltagssprachlich ohne jede Morphisierung reformulierbar ist, wenn wir die Metonymie aufheben. Das heißt, wenn wir nicht über das Teil des Ganzen sprechen, sondern das Ganze. Wir analysieren ein Objekt nach allen Regeln der Kunst und prüfen, wie es riecht und welche Laute es von sich gibt. Der zweite Befund ist mir noch ein bisschen wichtiger, weil er auf eine Asymmetrie von Anthropomorphisierung und Technomorphisierung aufmerksam macht, auf die ich zurückkommen werde. Wenn das Gehirn Farben berechnet, hier wiederum rechts das Beispiel, dann haben wir es mit einem Fall von Technomorphisierung samt Metonymie zu tun. Wenn wir die Metonymie aufheben, dann bekommen wir sowas wie Menschen berechnen Farben. Das ist aber jetzt nicht weniger technomorph, als wenn das Gehirn Farben berechnet. Innerhalb applizieren wir ein technisches Prädikat, nämlich das Berechnen von Farben, auf uns als lebendige Personen und Akteure. Aber dadurch erscheint jetzt die metonymische Fassung, wenn das Gehirn Farben berechnet, nicht mehr nur als eine Technomorphisierung des nichtmenschlichen Arguments Gehirn, sondern hier ist tatsächlich auch noch eine Anthropomorphisierung des Gehirns via Metonymie im Spiel, mittels derer das Gehirn zum Akteur wird. Kurz gesprochen, die Technomorphisierung eines Teils eines Menschen beinhaltet immer schon die vorgängige Anthropomorphisierung dieses Teils. So, bewegen wir uns jetzt weg von definitorischen Fragen und hin zum Wechselverhältnis von Konstatieren und Performen. Das möchte ich unter neuerlichem Rückgriff auf Ralf Beckers schematischen Morphismusbegriff tun, aber vor allem unter Rückgriff auf die aktuelle Menschenbildforschung vorbereiten. Und diesen Rückgriff tue ich, um die weiteren wissenschaftstheoretischen Implikationen des Arguments anzudeuten, denn Anthropomorphisieren und Technomorphisieren hat hochgradig relevante wissenschaftstheoretische Implikationen. Wenn wir uns die typischen Anthropomorphisierungen und Technomorphisierungen von eben anschauen, ich habe sie präsentiert, dann sind das im Grunde solche Morphismen, die unserem heute verbreiteten, technisch gestützten, naturwissenschaftlichen, menschlichen Selbst- und Weltverständnis entsprechen. Wir anthropomorphisieren KI, wir anthropomorphisieren Tiere
und wir anthropomorphisieren Teile von uns wie das Gehirn, aber auch Gene oder Hormone. The selfish gene, sage ich nur. Und wir technomorphisieren uns selbst und zwar am Leitfaden, am Modell von Computern und KI. Damit sind wir im Prinzip direkt bei Menschenbildern und seit ein paar Jahren hat vor allem Michael Zichy hier so etwas wie eine Renaissance der Menschenbildforschung eingeläutet. Zichy typisiert Menschenbilder und ich habe versucht, diese Typisierung zu visualisieren. Ich möchte zeigen, dass diese Typisierung Relevanz für das Verhältnis von konstativer und performativer Morphisierung besitzt. Also, auf einer ersten Ebene unterscheidet Zichy zwischen theoretischen und praktischen Menschenbildern. Theoretische Menschenbilder sind dabei reduzierte Modelle des Menschen, die in wissenschaftlichen Erklärungen und Beschreibungen der Welt vorkommen. Das liefert uns ein wichtiges Stichwort. Das sind wissenschaftliche Erklärungen und Beschreibungen, also sind es Menschenbilder, die konstatiert werden. Bei den theoretischen Menschenbildern unterscheidet Zichy drei Subtypen. Von links nach rechts sind das anthropologische Entwürfe, wissenschaftliche Modelle und in Theorien implizite Menschenbilder. Die Details sind jetzt für die hiesigen Zwecke nicht relevant, aber ein Punkt ist mir wichtig, nämlich die Skala unten. Die anthropologischen Entwürfe links zeichnen sich durch einen hohen Totalitätsanspruch und hohe Systematizität aus. Und die wissenschaftlichen Modelle in der Mitte sind auch noch hochsystematisch, stellen aber schon keinen Totalitätsanspruch mehr, sondern die beschränken sich in ihrem Geltungsanspruch auf bestimmte Sektoren, wie zum Beispiel die Psychologie, die Ökonomie, Stichwort Homo economicus, oder die Medizin. Und die in Theorien impliziten Menschenbilder, die haben dann weder einen totalen noch einen systematischen Anspruch. Schauen wir nun kurz in die praktischen Menschenbilder rechts. Diese sind im Alltagsleben verankert. Sie sind wichtiger Bestandteil individueller wie kollektiver Orientierung und sie schlagen auf das individuelle und soziale lebensweltliche Handeln durch. Das Handeln liefert uns wieder ein Stichwort. Diese Menschenbilder werden performt. Die beiden Subtypen der praktischen Menschenbilder sind lebensweltliche und sektorale. Hinter den lebensweltlichen steckt der bekannte Lebensweltbegriff von Alfred Schütz, Thomas Luckmann und Peter Berger beispielsweise. Und damit meinen sie die fundamentale Lebenswelt, die sozusagen allem unserem Handeln unterliegt und die nicht hintergehbar ist. Und die sektoralen sind eben genau das, nur in bestimmten praktischen Sektoren performt, zum Beispiel wieder in der Medizin oder in der Psychotherapie, in anderen aber nicht. Nehmen wir nun die Gegenüberstellung der beiden, theoretische versus praktische Menschenbilder, und holen uns die Morphisierung wieder dazu, die typischen heutigen Morphisierungstypen, dann liegt jetzt auf der Hand, dass sich diese Morphisierung als Ausdruck von Menschenbildern in dieser Systematik verorten lassen müssten. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen und Ralf Beckers Begriff des schematischen Morphismus wieder dazu in Beziehung setzen. Dann können wir sagen, dass sich die theoretischen Menschenbilder von Zichy dadurch auszeichnen, dass sie den Morphismus, also die Systematizität, mit der sie morphisieren, mit verschieden hoher schematischer Konsequenz durchführen. Links die mit hoher schematischer Konsequenz, rechts die mit geringerer. Und da es theoretische Menschenbilder sind, sage ich, dass die Morphismen mit hoher konstativer schematischer Konsequenz durchgeführt werden. Ich möchte dieselbe Logik der schematischen Konsequenz, mit der man Morphisierungen durchführen kann, aber auch auf die praktischen morphistischen Menschenbilder anwenden. Dann werden praktische, lebensweltliche morphistische Menschenbilder mit hoher performativer schematischer Konsequenz durchgeführt und die sektoralen mit geringerer. Um das Ganze zu exemplifizieren,
habe ich hier Pi mal Daumen, also nicht mehr als Pi mal Daumen, versucht, bekannte morphisierende Menschenbilder nach ihrer konstativen schematischen Konsequenz zu verorten. Hier haben wir die großen philosophisch-anthropologischen Entwürfe von Scheler, Plessner, Gehlen. Und dann haben wir hier eine ganze Reihe von morphisierenden Menschenbildern. Das Predictive Brain, das Computational Brain, denkende Tiere, die Maschine Mensch, de la Métrie, der Homo economicus, das Selfish Gene, die Deceiving AI und den Menschen der Sprachtheorie habe ich hier mal verortet. Die haben meistens kein explizites Menschenbild, sondern die sind in den Sprachtheorien. Das Menschenbild ist in den Sprachtheorien nur implizit. So, diese Gegenüberstellung, die ich gerade versucht habe, von konstativer und performativer schematischer Konsequenz in Bezug auf Anthropomorphisierungen und Technomorphisierungen, die möchte ich im Folgenden vertiefen. Und zwar so: Wir haben gesehen, Anthropomorphisierung und Technomorphisierung werden sprachlich oder nicht sprachlich konstatiert oder sprachlich oder nicht sprachlich performt. Beispielsweise wird vom Autopiloten konstatiert, dass er eine Entscheidung treffen muss. Der sogenannte Smart Home Assistent wird aber sprachlich performativ adressiert, also wirklich angesprochen. Es wird nicht über ihn gesprochen, sondern er wird eben performativ angesprochen. Und nun stellt sich die Anschlussfrage: Wie verhält sich die konstative schematische Konsequenz, mit der etwas morphisiert wird, zur performativen schematischen Konsequenz, mit der dasselbe morphisiert wird? Wir können das auch nochmal anders fragen. Wie ist jeweils das, was behauptend über etwas konstatiert wird, durch die sprachliche und nicht sprachliche Performanz gegenüber demselben gedeckt? Das ist bezogen auf die Menschenbilder genau die Frage, wie das, was wir theoretisch behaupten über etwas in anthropologischen Entwürfen, in wissenschaftlichen Modellen, implizit in Theorien, wie ist das verträglich mit der Art und Weise, wie wir uns gegenüber diesen Gegenständen nicht sprachlich verhalten, wie wir gegenüber denen handeln. Aber was ist denn nun der Schematismus bei der schematischen Konsequenz, mit der eine Morphisierung durchgeführt werden kann? Ich habe das die Logik des Menschlichen und die Logik des Technischen genannt. Bei der Logik des Menschlichen stütze ich mich auf die Arbeiten von Peter Janich. Wenn etwas empirisch typisch menschlich ist, dann ist es auch handlungsfähig, sprachbegabt und insbesondere ist es zwecksetzungsautonom, mittelwahlrational und folgenverantwortlich. Wenn dagegen etwas empirisch typisch ein technisches Artefakt ist, dann ist es mindestens mittelbar von Menschen hergestellt, dann hat es eine Funktion, die es für Menschen erfüllt, und dann hat es Mittelcharakter für menschliche Zwecke. Ich nenne jetzt den Schematismus links einen praktischen Schematismus und den rechts einen poetischen Schematismus. Ich werde gleich zeigen, was es mit denen auf sich hat. Ich denke jetzt, dass wir sagen können, dass der poetische Schematismus auf der rechten Seite den praktischen Schematismus impliziert. Der bringt den immer schon mit sich. Wenn etwas ein Artefakt sein soll, wenn es also menschlich hergestellt sein soll, wenn es eine Funktion für Menschen erfüllen soll, wenn es ein Mittel für Menschen sein soll, dann setzt das alles schon das voraus, was im praktischen Schematismus aufgelistet ist. Denn da muss ja ein Mensch sein, der das hergestellt hat, mit Zwecken, als Mittel und so weiter. Umgekehrt ist das nicht der Fall, das heißt, der praktische Schematismus impliziert nicht den poetischen Schematismus, denn Zwecksetzungsautonomie, Mittelwahlrationalität und Folgenverantwortlichkeit lassen sich auch in nicht-technischem Handeln verwirklichen.
So, was wir jetzt machen, ist die Konsequenz zu prüfen, also die schematische Konsequenz, mit der der praktische Schematismus bei einem anthropomorphisierten Autopiloten durchgeführt wird. Also, wenn wir behaupten, der Autopilot entscheidet, dann würde der praktische Schematismus eben sagen, wenn der Autopilot entscheidet, dann wählt er auch zwischen Alternativen. Dann hätte er die Wahl auch unterlassen können. Das ist die Mittelwahlrationalität. Dann setzt er auch den Zweck, zu dessen Erreichung zu entscheiden ein Mittel ist. Das ist die Zwecksetzungsautonomie. Und wenn der Autopilot entscheidet, dann muss er auch über die Kriterien des Gelingens und Misslingens, des Erfolgs und des Misserfolgs seiner Entscheidung Rechenschaft abgeben können. Das heißt, er und nur er muss Kriterien für die Unterscheidung von Erfolg und Misserfolg, also für eine gute Entscheidung und eine Fehlentscheidung, begründen können. Und wenn der Autopilot entscheidet, dann verantwortet er und wiederum nur er auch die Folgen seiner Entscheidung und so weiter. Ähnlich können wir das jetzt für die Anthropomorphisierung eines Tiers machen. Wenn eine Krähe zählt, dann hätte sie diese Zähltätigkeit auch unterlassen können. Das ist die Mittelwahlrationalität. Wenn die Krähe zählt, dann setzt sie auch den Zweck, zu dessen Erreichung etwas zu zählen, das Mittel ist. Das ist die Zwecksetzungsautonomie. Und vor allem, wenn die Krähe zählt, dann kann sie zweckrelativ auch darüber Rechenschaft abgeben, was als Zähleinheit gilt. Was ist denn eigentlich eins? Was ist denn das zu Zählende? Und was ist nicht eins, sondern vieles? Und was ist vielleicht Teil von etwas anderem? Das zählt auch zur Mittelwahlrationalität. Und wenn die Krähe zählt, dann kann sie auch wiederum über die Kriterien des Gelingens und Misslingens und des Erfolgs und Misserfolgs des Zählens Rechenschaft geben. Sie muss also über die Kriterien Rechenschaft geben können, die ein Zählen von einem Verzählen unterscheiden. Und selbstverständlich verantwortet sie dann auch die Folgen ihrer Zahlaktivität. Und nach diesem Muster kann man das nun auch für Gehirne und ChatGPT durchführen, also wenn wir Gehirne anthropomorphisieren und ChatGPT anthropomorphisieren. Mit Bezug auf die Anthropomorphisierung stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob Autopiloten, Krähen, Gehirne und ChatGPT diese Kriterien des praktischen Schematismus erfüllen. Ich beginne mit der linken Spalte. Wenn wir davon ausgehen, dass Nichtmenschliches diese Kriterien nicht erfüllt, also Autopiloten, Krähen, Gehirne und ChatGPT erfüllen diese Kriterien nicht, dann müsste man konstativ sagen, dass Menschen zwar entscheiden, dass das, was Nichtmenschen tun, aber ein uneigentliches Entscheiden ist, das man in Anführungszeichen setzen muss. Und die entsprechende Performance würde dann so aussehen: Menschen behandeln sich wechselseitig konsequent als Entscheider, aber sie behandeln Nichtmenschliches nicht konsequent als Entscheider. Für eine Wissenschaft vom Autopiloten, von der Krähe, vom Gehirn und von ChatGPT hieße das aber, dass es bis auf Weiteres völlig unklar ist, was diese Dinge eigentlich tun. Denn entscheiden ist es nicht. Man entscheiden ist ja auch nur ein Platzhalter. Wir können hier andere Prädikate einsetzen, wie denken oder glauben und solche menschlichen Kategorien. So, und wenn diese Wissenschaften nun anthropomorphisierend über ihre Gegenstände sprechen, dann ist genau aus dem Grund auch bis auf Weiteres unklar, was die Geltungsbedingungen dieser Aussagen sind. Ja, die lassen sich eigentlich nicht falsifizieren, beispielsweise. Wir wissen einfach nicht, was mit diesen Wörtern da drin gemeint ist. Man könnte allerdings auch behaupten, und dann kommen wir zur Spalte in der Mitte, dass Autopiloten, Krähen und so weiter die Kriterien des praktischen Schematismus erfüllen. Dem würde konstativ entsprechen, dass man über Menschen und Nichtmenschliches gleichermaßen sagt, dass sie entscheiden.
In der Performance würde sich dann allerdings zeigen, dass Menschen andere Menschen performativ konsequent als Entscheider behandeln, aber Nichtmenschliches nicht konsequent als Entscheider behandeln. Dann stellt sich aber die Frage, wieso Nichtmenschliches dann nicht auch performativ konsequent so behandelt wird, wie andere Menschen behandelt werden. Und diese konstative Nichtunterscheidung von Menschen und menschlich nicht von Menschen und Nichtmenschlichem wäre damit dann eben nicht durch die Performance gedeckt. Was man sagt und was man tut, widersprechen sich. Und zuletzt könnte man prinzipiell auch behaupten, dass Menschen die Kriterien des praktischen Schematismus auch nicht erfüllen. Das heißt, wir würden dann sowas sagen wie, ja, was wissen wir schon, was entscheiden ist? Weiß ich nicht, ob wir tatsächlich entscheiden. Dann gäbe es konstativ keinen Unterschied zwischen einem eigentlichen und einem uneigentlichen Entscheiden. Performativ müsste sich das darin zeigen, dass Menschen einander und Nichtmenschliches so behandeln, dass sie entscheidend nicht entscheiden. Der konstative wissenschaftliche Anspruch, nicht zu entscheiden, wird damit aber performativ unterlaufen. Das heißt, ich kann zwar behaupten, dass das, was wir selbst tun, nicht ein Entscheiden ist oder nicht wirklich ein Entscheiden, aber der Denkweg, der mich dahin gebracht hat, diese wissenschaftliche Aussage zu treffen, der beinhaltet schon ganz viele Entscheidungen, Unterscheidungen und Entscheidungen. Und damit haben wir hier sozusagen wieder den Fall, dass das, was ich behaupte, durch das, was ich tue, und ich beanspruche ja Geltung für das, was ich behaupte, durch das, was ich tue, unterlaufen wird. Also auch eine Form von Widerspruch zwischen dem, was ich behaupte und dem, was ich tue. So, das Gleiche können wir jetzt auch für die Technomorphisierung durchführen. Wenn das Gehirn berechnet, das wäre ein technomorphisierendes Konstatieren, dann führt das Gehirn mit diskreten numerischen Einheiten oder Daten eine automatische Sequenz von Operationen bzw. Manipulationen in einer distinkt und explizit definierten Art und Weise aus. Das ist die Definition von Berechnen. Und das wird hier dem Gehirn zugeschrieben. Und wenn das Gehirn berechnet, dann verfügt es natürlich auch über die Unterscheidungskriterien zwischen Zahlen und Nichtzahlen, für Informationen versus Nichtinformationen. Das Gehirn verfügt dann auch über Kriterien, die Einheiten von Vielheiten, von Teilen unterscheiden. Das Gehirn verfügt über die Kriterien von Wohlgeformtheit und das Gehirn kann natürlich auch die Gelingens- und Misslingens, die Erfolgs- und Misserfolgsbedingungen seiner Berechnungen angeben. So, und das gilt tatsächlich für das Gehirn und nicht etwa für den Teil oder für das Ganze, dessen Teil das Gehirn ist. Also das muss das Gehirn tun und nicht etwa der Mensch, dessen Teil das Gehirn ist. Für einen Sinn, also eine Sinnesmodalität, die etwas detektiert, könnte man das jetzt genauso durchführen. Aber der argumentative Mechanismus ist hier der gleiche, deshalb gehe ich darüber hinweg. So, als Maßstab für den poietischen Schematismus, die Logik des Technischen, nehme ich jetzt hier exemplarisch einen von uns hergestellten Computer mit der exemplarischen Funktion Farben zu berechnen. Das ist hier in der Tabelle mit C bezeichnet, der Computer. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob Menschen oder Teile von Menschen den Kriterien der Logik des Technischen unterliegen. Ich beginne wieder in der linken Spalte. Wenn wir beispielsweise davon ausgehen, dass Menschen oder Teile vom Menschen diese Kriterien nicht erfüllen, dann müssten wir konstatieren, dass Computer Farben berechnen. Bei Menschen oder Teilen von ihm würden wir aber uneigentlich von Berechnen sprechen. Performativ, also wir würden dann nicht eigentlich meinen, dass Menschen Farben berechnen, sondern das wäre dann eine Metapher, die vom Computer herkommt und beim Computer sprechen wir eigentlich von Berechnen.
Performativ würden wir den Computer dann auch als Berechner behandeln, also wir würden ihm gegenüber auch so handeln, dass er ein Rechner ist. Uns Menschen oder Teilen von uns gegenüber würden wir aber nicht so handeln, dass wir Berechner von Farben sind. Wenn wir oder unsere Gehirne aber nicht eigentlich Farben berechnen, was tun wir oder unsere Gehirne aber dann, wenn wir beispielsweise Farben wahrnehmen oder unterscheiden? Das ist dann bis auf Weiteres unklar und folglich sind auch die Geltungsbedingungen von technomorphisierenden Aussagen über uns selbst oder unsere Gehirne unklar. Man kann natürlich auch davon ausgehen, dass der Mensch oder Teile von ihm diese Kriterien erfüllen. Dann würde man über den Computer und den Menschen bzw. Teile von ihm konstatieren, dass sie im eigentlichen Sinne Farben berechnen. Beide, Computer und Menschen bzw. deren Gehirne. In der Performance würden wir dann aber wieder nur den Computer konsequent als Berechner behandeln und uns bzw. Teile von uns aber nicht. Dann stellt sich hier wieder die Frage, warum Computer und Menschen bzw. deren Teile von anderen Menschen konstativ zwar gleich, aber performativ ungleich behandelt werden. Deshalb wären auch hier die technomorphisierenden Aussagen wieder nicht von der Performance gedeckt. Konstatieren und Performance würden sozusagen auseinanderklaffen. Und zuletzt könnte man behaupten, dass nicht nur Menschen oder Teile von ihnen diese Kriterien nicht erfüllen, sondern Computer selbst auch nicht. Dann würde man eben in Bezug auf beide konstatieren, dass sie nicht eigentlich etwas berechnen, nicht eigentlich Farben berechnen und man würde sowohl Computer als auch Menschen oder Teile von ihnen performativ so behandeln, dass sie nicht eigentlich Farben berechnen. Dann ist aber schon wieder vollkommen unklar, was die Computer und die Menschen bzw. ihre Gehirne stattdessen tun, wenn es nicht eigentlich Farben berechnen ist. Und dann sind natürlich auch wieder die Probleme da, dass wir in Bezug auf die wissenschaftlichen Aussagen, in denen dann aber gesagt wird, dass Gehirne etwas Farben berechnen oder Menschen Farben berechnen, wieder völlig unklar, was die Geltungsbedingungen dieser Aussagen sind. Wir können einfach nicht wissen, ob die stimmen oder unter welchen Bedingungen sie stimmen sollen, denn wir wissen einfach nicht, was Berechnen in diesen Sätzen bedeutet. Und damit komme ich zu meinen Schlussfolgerungen. Ich habe in Bezug auf das doppelte Wechselverhältnis von konstativer und performativer Anthropomorphisierung und Technomorphisierung zu zeigen versucht, dass sie auseinanderklaffen, womit die Geltungsbedingungen von Konstatierungen, also insbesondere von wissenschaftlichen Aussagen, in denen morphisiert wird, unklar werden. Nicht nur, aber insbesondere für wissenschaftliches Konstatieren gilt dann Folgendes: Wenn nämlich die morphisierenden Konstatierungen mehr sein sollen als nur ein unverbindliches wissenschaftliches Gerede, ein Darstellungsspiel, wenn für diese wissenschaftlichen Äußerungen im Kontext der nichtsprachlichen Wirklichkeit sowas wie transsubjektive Geltung beansprucht wird, oder wenn man fragt, wie sich diese Konstatierungen eigentlich wahr machen lassen, dann müssen wir uns immer im Klaren darüber sein, dass Anthropomorphisieren ohne weitere Qualifikation heißt, den praktischen Schematismus, den ich gezeigt habe, auf einen nichtmenschlichen innerweltlichen Gegenstand zu projizieren. Und zwar immer den ganzen praktischen Schematismus, wenn ich das eben nicht weiter qualifiziere. Und damit sind die Anthropomorphisierungen von KI, von Tieren, von Teilen von uns gemeint und so weiter. Und wir müssen uns dann darüber im Klaren sein, dass Technomorphisieren ohne weitere Qualifikation eben heißt, den poietischen Schematismus auf den Menschen zurückzuprojizieren. Und dieser poietische Schematismus, der impliziert immer schon den praktischen Schematismus. So, und wenn sich eben diese Projektionen als problematisch erweisen, weil die konstative Konsequenz, mit der man das durchführt, nicht von der performativen gedeckt ist, mit der man das durchführt,
Und wenn diese Äußerungen auch nicht morphismusfrei umgehbar sind, und ich habe versucht zu zeigen, dass das alles der Fall ist, dann muss die konstative Behandlung, also dann müssen die wissenschaftlichen Äußerungen, in denen über Gehirne, KI, Tiere und so weiter gesprochen wird und wie die, mit denen wir über uns selbst als technische Wesen sprechen, dann muss unsere Sprechweise reguliert werden. Das heißt, wir müssen eigentlich unsere Sprechweise reflektieren. Wir müssen reflektieren, inwieweit die Schematismen des menschlichen und des technischen übertragen werden bei den Morphisierungen und inwieweit nicht. Und dann müssen wir das in unseren Texten deutlich machen. Ansonsten haben wir es hier mit ganz problematischen Behauptungen zu tun, die in ihrer Geltung sozusagen gar nicht verteidigbar sind, weil wir nicht genau sagen können, was sie überhaupt bedeuten. Anders gesagt und kürzer, ohne weitere Qualifikation unserer konstativen Praktiken kommen wir hier nicht weiter. Ich gebe noch ein ganz praktisches Beispiel von Peter Janich zu performativ ungedeckten morphisierenden Konstatierungen. Peter Janich kritisiert einen anderen Philosophen dafür, dass er auf einer Philosophietagung die Anwesenden als liebe Mitprimaten angesprochen hat und behauptet hat, er sei ein Menschenaffe und wisse sich unter Schimpansen in bester Gesellschaft. Janich sagt dazu, das Gefühl, sich in guter Gesellschaft zu befinden, mag damit zusammenhängen, dass Schimpansen nicht die Fähigkeit zugeschrieben wird, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Erste Watschen. Zweite Watschen. Ernst zu nehmen sind solche Einlassungen erst, wenn Volker Sommer seine Kinder einem Schimpansen zur Erziehung überlässt. Ja, hier haben wir die Konstatierung, er fühlt sich unter Schimpansen in bester Gesellschaft, aber ihr würde wahrscheinlich performativ nicht so konsequent sein, seine eigenen Kinder den Schimpansen zur Erziehung zu überlassen. Und das meine ich mit dem Auseinanderklaffen von konstativer schematischer Konsequenz performativer schematischer Konsequenz. Ich selbst möchte noch mit folgender kurzer Anbindung des Gesagten an die philosophische Anthropologie enden. Diese menschliche Selbsttechnomorphisierung, die beinhaltet einen poietischen Schematismus. Das heißt, der poietische Schematismus impliziert immer schon den praktischen Schematismus. Das heißt, wenn wir uns technomorphisieren, haben wir vorher immer schon die Technik anthropomorphisiert. Und deshalb kann es eigentlich keine konstative Selbsttechnomorphisierung geben, die den praktischen Schematismus hintergeht. Dieser praktische Schematismus ist sozusagen selbst schon schematisch anthropomorph. Man könnte auch sagen, das ist ein menschliches Wesensmerkmal zu anthropomorphisieren. Keine Technomorphisierung kommt ohne vorhergehende Anthropomorphisierung aus. Das heißt, insofern ist der praktische Schematismus ein Wesensmerkmal des nicht festgestellten Tiers, das wir als Menschen sind. Und jede Selbsttechnomorphisierung am Beispiel der Dampfmaschine oder am Beispiel des Computers oder am Beispiel der KI, jede Selbsttechnomorphisierung ist als je spezifischer Ausdruck natürlicher Künstlichkeit beim Menschen in seiner Ausprägung immer schon kontingent, während die Anthropomorphisierung notwendig ist oder universell. Deshalb haben wir es auch mit einer Asymmetrie sowohl von Anthropomorphisierung und Technomorphisierung zu tun, als auch zwischen Konstatierung und Performance, wie ich versucht habe zu zeigen. Und damit habe ich die These aus dem Titel ausgearbeitet und wir kommen zum Schluss noch einmal kurz auf Rick Deckard zurück. Der Hauptcharakter aus dem Film Blade Runner. Warum erscheint der hier? Am Ende des Films Blade Runner weiß niemand, Rick Deckard eingeschlossen, ob er ein Mensch oder ein Replikant ist, also eine Form von Androide.
Und damit ist er meines Erachtens das schillerndste Beispiel dafür, dass Menschliches und Technisches ununterscheidbar werden können. Und wenn das der Fall ist, dann sind sozusagen die wichtigsten Bedingungen aufgehoben, unter denen unsere Konstatierungen über Rick Deckard und unser performatives Verhalten gegenüber Rick Deckard in der gezeigten Weise auseinanderklaffen können. Aber an diesem Punkt sind wir noch nicht ganz. Und wenn wir da noch nicht sind, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir über diese Sachen sprechen und wie das mit dem zusammenpasst, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.